Gastlein, was geht heute zum erweiterten Video auf meinem Kanal? Ihr wisst Bescheid. Heute ein etwas traurigeres Thema wird heute rausgeballert. Real Life Story Numero 4. 3, ihr wisst Bescheid. Der Spanisch Boss. Ja, es hat sich am Mittwoch. Da hatten wir Sport, es hat sich in der Schule abgespielt, die Story, ihr wisst Bescheid, ist sogar nicht lang her. Ja, es war am Mittwoch, letzte Woche, also die letzte Woche vor den Ferien. Am Mittwoch haben wir immer Sport. Ihr wisst natürlich, der Milliardär, Billionär hat natürlich AirPods am Start, ihr wisst Bescheid, die habe ich mitgenommen. Und dann gibt es so eine Box, wo man alle Wertsachen reinlegen muss, weil sonst Schule nicht haftet oder man selber schuld ist, wenn es in der Umkleide geklaut wird zum Beispiel. Dann habe ich so meine AirPods und mein Handy da reingelegt und dann hatten wir halt Sport. Ja, und dann sind wir rausgegangen nach draußen, haben erstmal einen Shuttle Run geballert. Ich, der Ausdauerboss, habe erstmal 11.1 Runden geschafft. Die Note 1 kurz rausgeschallert, ihr wisst Bescheid, so musste es hin. Ja, und dann gehen wir wieder zurück in die Halle. Wir hatten auch Kugelstoßen und sowas. Alter, Kugelstoßen ist richtige Müllklöre. Am Anfang 8,20 Meter, dann 8,40 Meter, dann einmal 8,25 Meter und das letzte war 7,54 Meter. Ja, meinst du, das komplett? Mein Arm dachte sich gar keinen Bock mehr auf sein Leben. Ja, und dann sind wir zurückgegangen, haben wir alle aufgeräumt und dann hat die Lehrerin noch was gesagt und dann durften wir uns umziehen gehen. Dann sind wir in die Kabine gesteppt, da habe ich vergessen, Armise. Ich habe noch mein Handy und die AirPods in der Kiste drin, gell? Und dann laufe ich schnell zurück. Dann gucke ich in die Kiste, mein Handy, dann suche ich nach, ja, meinen AirPods hinweg, Digga. Wurden einfach gestealt, auf 31er Basis. Wurden einfach meine AirPods gestealt. Und dann bin ich so zurück in die Umkleide. Ich dachte, ich hätte sie in meinem Rucksack oder so. Hab geguckt, einfach weg. Wurden einfach geklaut auf 31er Basis. Auf Neider, ihr wisst Bescheid. Ja. Und dann, die Story geht weiter. Und dann hat die Sportlehrerin, das ist meine Klassenlehrerin, gesagt, da hat die Klassenlehrerin am Donnerstag bis in der Klasse gesagt, ja, die AirPods wurden von einem Finn entwendet. Die können gerne auf mich zukommen, also auf die Klassenlehrerin. Ich sag doch nichts sozusagen, wenn man die abgibt und sowas. Und dann ein Tag ist vergangen. Ich habe auch noch gefragt, ja, Versicherung, vielleicht zahlt die Versicherung. Zahlt die Versicherung was oder so auf Haftpflicht. Ja, dann war Freitag und dann steige ich im Bus ein und dann nächste Station steigt halt ein aus meiner Klasse, ein Mädchen aus meiner Klasse ein. Und davor noch Replay am Donnerstag hat die mich noch angerufen und hat ihr erzählt, dass sie und eine Freundin im Lehrerzimmer waren und dass sie gehört haben, dass am Freitag jemand die AirPods ins Lehrerzimmer bringen sollte. Springen wir wieder zurück. Und dann saß ich im Bus. Ihr wisst Bescheid, Kabelkopfhörer, Respekt an euch. Die Leute, die immer Kabelkopfhörer am Start haben, mich fuckt das richtig ab irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich finde es richtig miese. Ja, und dann sagt sie so, ja, ich habe deine AirPods. Ich dachte, jö, wahrscheinlich, Alter, es ist ein Prank. Es war kein Prank zum Glück, es war real shit. Dann hat sie gesagt, ja, hier soll ich sie dir jetzt geben oder zuerst der Klassenlehrer. Hat sie gesagt, ja, zuerst Klassenlehrer, hat sie doch mir direkt gegeben, direkt reingeballert, Musik gehört, ihr wisst Bescheid. Dann hat sie noch gesagt, sie kannte die Person, die sie geklaut hat. Und ja, die halt sozusagen ein bisschen angeraged. Sagen wir mal so, dass er die hergeben soll. Und ja, und dann hat die noch gesagt, die sie geklaut hat, ich möchte sie behalten. Ich denke, ich kauf dir doch selber welche, weißt du, ich meine, ich bin auch nicht reich. So, Villa Tour ist auch nicht super.
Weißt du, ich meine, Villa ist da, aber trotzdem Insolvenz ist da. Ja, dann hat die gesagt, ja, es ist ein Mädchen. Mädchen? Bedeckt halt. Hätte ich auch nicht gedacht, es wäre so ein Junge, der einmal da war. Und dann habe ich die zurückbekommen, richtig gefreut. Ich habe mich richtig gefreut, weil AirPods habe ich schon seit 2 Jahren, erste Generation. Ihr wisst Bescheid, war auch der einzigste und der erste in meiner Schule, der sie hatte. No front. Und die sie nachgekauft haben, ihr wisst Bescheid. Ja, habe mich richtig gefreut und dann hat sich herausgestellt, dann hat die Klassenlehrerin meiner Mutter eine E-Mail geschrieben. Hat sie geschrieben, ja, der Direktor hat gesagt, nebenbei richtiger 31er, hat er gesagt, ja, die Versicherung zahlt nichts, weil das in einem sicheren, wahrscheinlich sicheren Kasten war oder in der Box halt, wahrscheinlich sicher, die steht offen an der Tür in der Sporthalle, wahrscheinlich ist es sicher, oder? Ja, okay, der ist schon Anfang 70, weißt du, wie ich meine, bei dem Schalatz halt rein im Gehirn. Denke ich mir, was ist da los, Alter? Wahrscheinlich ist es sicher. Und wenn ich die nicht zurückgekriegt hätte, wäre ich richtig am Arsch, Alter. Müsste ich erstmal wieder 180 Euro blechen, so auf neue AirPods. Da hätte ich mir safe gegönnt, so auf Nebenbei-Investition. Ja, das war die Real-Life-Story. Ihr wisst Bescheid. Titel heißt: Milliardär wird beklaut. Ihr wisst Bescheid. Peace out.